Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Ehrensaal des Deutschen Museums in München, werte Gäste im Internet-Livestream, sehr geehrter Herr Professor Hirschel, Herr Madelung, willkommen auch die lieben Kollegen und Kolleginnen aus der Royal Aeronautical Society Munich Branch. Wir finden uns hier heute in der Vortragsreihe Wissenschaft für Jedermann mit der speziellen Lecture, der Willy Messerschmidt Lecture, die einmal im Jahr an zu Ehren von Willy Messerschmidt und ich darf sagen nunmehr auch Professor Madelung hier gelesen wird. Wir haben in diesem Jahr, nachdem die Medien es immer wieder auch publizieren, uns dem Thema Hyperschall durch einen Vortrag von Herrn Professor Hirschel ausgewählte Probleme des Hyperschallflugs gewidmet. Herr Professor Hirschel ist eine Koryphäe, möchte ich sagen, ein langjähriger Wissenschaftler, Lehrer und hat 1958 bis 1963 sein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der RTWH Aachen absolviert, war dann von 1966 bis 1967 in USA bei NASA University Fellowship in Alabama Huntsville, von 1963 bis 1979 am Institut für angewandte Gasdynamik DFVLR in Köln-Porz, Theorie Numerik, Promotion über oder an der RTWH Aachen, Habilitation 1975 und dann auch an der TU München von 1982 bis 1991 hat er dort gelehrt und seit 1992 an der Universität in Stuttgart. Herr Professor Hirschel, vielen von uns bekannt über seine Aktivitäten auch mit MBB, EADS, Militärflugzeuge, wo er von 1980 bis 1979 insbesondere als Leiter theoretische Aerodynamik, Leiter Technologien Flugzeugtechnik, Flugphysik und dann 1988 bis 1995 technische Leiter der alternativen Aerodynamik im Projekt Hermes gearbeitet und geführt hat. 1995 bis 1999 war er bei der Erstellung des Technology Development and Verification Plans für FESTIP bei der ESA und dort auch am Ende Chefingenieur Aerodynamik. In seiner Zeit hat er mehrere Bücher herausgegeben, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehen möchte, aber mit Herrn Brehm aus Brehm und Professor Madelung hat er zusammen einige Reihen Luftfahrtforschung in Deutschland und die sind auch international veröffentlicht worden, publiziert. Ja, der heutige Abend soll uns einen Einblick geben über die Herausforderungen im Hyperschallflug. Hyperschall in der Vergangenheit war mehr oder weniger relativ fokussiert auf die Themen der zivilen Raumfahrt, aber seit geraumer Zeit nutzt man diese Wissenschaft und diese Technologien auch in der Raketentechnik. Herr Professor Hirschel wird dies nicht im Detail diskutieren, aber zumindest streifen bzw. in irgendeiner Weise sicherlich erwähnen. Ich denke, Herr Professor, ich möchte Ihnen nicht weiter die Zeit nehmen und lade Sie hier ein, mit uns diese Stunde zu verbringen. The floor is yours. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, hier zu sprechen. Es ist ein Vergnügen für mich und auch eine Ehre für mich. Also, ich möchte etwas über Probleme des Hyperschallfluges sagen.
zunächst erstmal definieren, was ist Hyperschallflug oder auch Hyperschallströmung. Dann unterscheide ich einige Klassen von Hyperschallfluggeräten. Dann werden wir uns kurz mit den Phänomenen in der Erdatmosphäre befassen. Und dann möchte ich so ein bisschen ins Eingemachte mit den Hochtemperatur-Realgasphänomenen und dem Problem der thermischen Lasten. Es wird nicht schlimm, aber so ein bisschen müssen wir da schon reingucken. Zum Schluss dann etwas zu konfigurativen Aspekten und dann dieses Thema, das nun leider ein richtiges militärisches geworden ist, die Boost-Gleitvehikel und die Hyperschalldrohnen. Ich werde nicht auf mathematische Formeln, Berechnungsverfahren, experimentelle Verfahren eingehen und ich behandle auch nicht Unterschall- und Überschalltriebwerke. Das ist ein weites Feld, da müsste man einen extra Vortrag machen. Die Frage, was ist Hyperschall? Unterschall, Transchall, Überschall sind gut abgegrenzt. Und es gibt eine Definition, und die ist folgendermaßen. Kraft- und Momentenbeiwerte, aber auch der Frontstoß und weitere Sachen, werden mit zunehmender Machtzahl unabhängig von der Machtzahl. Aber das sind die Beiwerte, das sind nicht die Kräfte, da muss man aufpassen. Und das ist hier gezeigt, wir haben hier den Widerstandskoeffizienten, dort die Machtzahl und die obere Kurve, das sind die Werte einer Kugel. Und da sehen wir, bei Machtzahl 5 ungefähr, haben wir praktisch eine Unabhängigkeit von der Machtzahl. Für diesen Zylinder mit dem konischen Vorkörper ist das aber erst bei 8 oder 10 gegeben. Das heißt also, diese Definition, die ist unpraktisch, weil sie konfigurationsabhängig ist. Und nichtsdestotrotz, Osvatitsch hat 1950/51 eine sehr schöne Theorie gemacht, mit der man dann auch versteht, warum diese unterschiedlichen Abhängigkeiten da sind. Und jetzt ist noch etwas wichtig, Hochtemperatur-Realgaseffekte. Und ich sage nicht Realgaseffekte, sondern Hochtemperatur-Realgaseffekte, denn wir haben ja auch die Van der Waals-Effekte. Die spielen aber hier keine große Rolle. Hayes und Probstein 1966, ich werde hier noch nicht so ganz mit fertig, hatten 1966 gesagt, dass dieses Unabhängigkeitsprinzip auch für Realgas gilt. Das war die Zeit, wo dann bald die Space Shuttle Entwicklung losging, war man also an der Ansicht, dass es dort keinen Einfluss gibt. Heute sagt man, Machtzahl 5 ist der Beginn des Hyperschallbereiches. Hochtemperatur-Realgaseffekte spielen dann eine Rolle. Die Wärmelasten werden sehr groß. Jetzt noch etwas. Die Flug- und die Rechner- oder Windkanalsituation. Ich möchte das erklären, weil sicher einige von Ihnen damit nicht so vertraut sind. In der Wirklichkeit fliegt ja das Gerät durch die Atmosphäre. Wenn wir im Windkanal sind oder rechnen, dann halten wir das Fluggerät fest und lassen die Luft darüber strömen. Und das ist gleichwertig. Das ist wichtig. Und dann ist aber noch etwas. Wir sehen hier diese Linie und das ist ein Verdichtungsstoß. Was heißt das? Im Unterschall, wenn man da durch die Gegend fliegt, sendet das Fluggerät gewissermaßen Drucksignale mit Schallgeschwindigkeit und sagt, hier komme ich, jetzt gehen wir wieder zu dem Festgehaltenen und dann kann die Strömung, weiß die Strömung, da kommt was und kann um den Körper herumströmen. Im Überschall und erst recht im Hyperschall funktioniert das ja nicht, denn wir sind ja schneller als der Schall und dann wird erst im letzten Moment kurz vor dem Körper der Strömung mitgeteilt, da kommt ein Körper und dann wird schlagartig die Strömung abgebremst
Und das ist der sogenannte Verdichtungsstoß, der dann auch zu dem Wellenwiderstand, sagt man, so ähnlich wie beim Schiff, zu dem Wellenwiderstand führt, der zu dem üblichen Widerstand, den wir im Unterschall haben, dazukommt. Ich unterscheide jetzt vier Fluggeräteklassen. Das erste sind ungeflügelte Wiedereintrittsfluggeräte. Und ich spreche nur über den Wiedereintritt aus der Erdatmosphäre. Und zwar aus der niedrigen, aus dem niedrigen Orbit. Das sind also Kapseln aller Art und das ging los mit Vostok, Mercury und so weiter. Die Ausnahme ist Apollo, die kam vom Mond, aber ich habe es ja trotzdem aufgeführt. Und andere Kapseln, Soyuz ist ja immer noch bekannt und Orion oder Orion, das ist die neue amerikanische Raumkapsel. Dann haben wir die geflügelten Wiedereintrittsfluggeräte und das ist das, der Space Shuttle Orbiter. Der ist ja seit einiger Zeit außer Dienst gestellt. Dann Buran, das war eine russische Entwicklung, die nur einmal geflogen ist. Dann hatten wir das europäische Projekt gehabt, Hermes. Damit wollte man einen autonomen Zugang zu internationalen Raumstationen haben. Dann die Sänger-Oberstufe, dazu komme ich noch genauer, ist nicht geflogen, Hope, Phoenix und so weiter. Dann aber die X-37B von Boeing und die ist immer noch operativ und das geht hin und wieder ja auch durch die Medien. Das ist ein verkleinerter Space Shuttle, kann man sagen, und das Gerät ist dann einige Monate im Orbit, macht dann wahrscheinlich irgendwelche militärischen Sachen, landet und wird dann wieder losgeschickt. Und dazu gehören dann auch die Boost-Gleitvehikel und dazu komme ich dann ganz zum Schluss. Das ist eine rein militärische Seite. Dann haben wir die luftatmenden Hyperschallfluggeräte und da hatten wir die Sänger-Unterstufe, Star-Ash, das war ein französisches Projekt. Und dann haben wir X-43A und X-51A. Das sind amerikanische Geräte, auf die komme ich dann später noch. Und natürlich Drohnen. Die sind jetzt im Kommen. Hyperschalldrohnen. Überschalldrohnen hat es immer gegeben und schon auch sehr lange gegeben. Und dann schließlich haben wir die luftatmenden Aufstieg- und Wiedereintrittsfluggeräte. Wird im Moment nicht diskutiert, mir ist das jedenfalls nicht bekannt, aber das war das National Aerospace Plane der Amerikaner, mit der man in den Orbit wollte, so praktisch on demand, Orbit on demand. Das ist an technischen Dingen letzten Endes gescheitert. Hotol und Skylon von den Engländern sind ähnliche Geräte. Was hier vielleicht interessant ist, im Sommer, also im Juli, flog die VSS Unity von Herrn Branson und der New Shepard von Herrn Bezos. Das waren keine Hyperschallfluggeräte. Die haben maximal beim Landen oder beim Wiedereintritt aus ihrer Parabel maximal Machtzahl 3 erreicht. Der Crew Dragon von Musk ist allerdings ein solches Gerät. Das ist eine richtige Raumkapsel. Jetzt gibt es zwei andere grundsätzliche Unterschiede. Die Wiedereintrittsgeräte, geflügelt oder ungeflügelt, die sind kompressibilitätseffekt-dominierte Fluggeräte. Da spielt der Druck, Kompressibilität die Hauptrolle. Viskoseeffekte, also Grenzschicht und so weiter, spielt auch eine Rolle, ist aber nicht dominant. Im Gegensatz dazu, die viskositätseffekt-dominierten Geräte, das sind die luftatmenden Fluggeräte und allerdings auch diese Boost-Gleitvehikel. Nun, das konfigurative Problem. Wir haben jetzt hier ein geflügeltes und ein ungeflügeltes Wiedereintrittsgerät. Sie sehen bei der Kapsel, dass die mit einem Anstellwinkel fliegt. Der ist nicht groß, aber man macht das, um eine gewisse
aerodynamische Güte zu haben, denn es gibt Unsicherheiten der Dichte in der hohen Atmosphäre und es gibt auch Wind. Das glaubt man gar nicht, aber in hohen atmosphärischen Regionen gibt es Wind. Und dann ist man gezwungen, Korrekturen zu machen. Und Sie haben das ja vielleicht auch in den Medien verfolgt. Das Sojus-Gerät ist manchmal ziemlich weit weg von dem eigentlichen Zielort gelandet. Was wir aber hier sehen, das ist also hier der Frontstoß an dem stumpfen Körper und hier der Frontstoß an einem Hermesgerät. Das heißt, dieser stumpfe Körper hat einen großen Wellenwiderstand. Warum? Der fliegt eine Abbremstrajektorie. Der will aus dem Orbit absteigen und landen auf der Erde. Dieser große stumpfe Körperform hat den Vorteil, dass man eine dicke Grenzschicht hat und die dicke Grenzschicht begünstigt die Strahlungskühlung. Dazu werden wir später noch genauer kommen. Jetzt aber im Gegensatz dazu, ein Luftatmer, wie jedes Flugzeug, soll da einen möglichst kleinen Widerstand haben. Trotzdem, wenn wir im Hyperschall fliegen, hat er einen Frontstoß. Und die Forderung ist aber, dass vorne die Bugspitze rund ist, aber einen möglichst kleinen Durchmesser hat, um kleinen Wellenwiderstand zu haben. Und das bedeutet dann aber, dass die Grenzschicht dünn ist und dass man eine schlechte Strahlungskühlung hat. Das heißt, bei diesen beiden Geräten gehen Widerstand und Strahlungskühlung in dieselbe Richtung. Hier sind sie gegensätzlich und man muss irgendwie damit fertig werden. Und das kann vor allen Dingen für die NASA heißen, dass man ein anderes Material benötigt oder sogar eine aktive Kühlung. Nun etwas zu den Fluggeräten. Hier eine Darstellung von Apollo und Sie sehen, das Weiße heißt hier, da ist es sehr heiß und da das nur an dieser Stelle ist, heißt das, das Gerät fliegt tatsächlich mit einem kleinen Anstellwinkel. Der Orbiter, Space Shuttle Orbiter und Hermes, hier mit einem Adapter, der abgeworfen wird vor dem Wiedereintritt. Da sehen wir jetzt Folgendes. Der ist schwarz, hier. Der schwarz an den Flügelvorderkanten, an der Nase, auch da. Dasselbe beim Hermes. Warum? Das ist die Strahlungskühlung. Die Oberfläche muss eine hohe Emissivität haben und das führt zu einer schwarzen Oberfläche. Die Oberseite beim beiden ist weiß. Da haben wir eine kleine Emissivität, das heißt auch eine kleine Absorbität. Und damit wird im Orbit diese helle Seite zur Sonne gekehrt, um Thermalmanagement für das Fluggerät zu machen. Anders ist das jetzt hier bei dem zweistufigen Raumtransportsystem Sänger. Das hatten die Herren Dr. Kölle und Dr. Kutschera in den 80er Jahren konzipiert. So schön, dass Herr Högenauer heute da ist. Der hat das dann gepusht. Der Gedanke dahinter war ein geostrategischer. Was ist, wenn Kourou mit einmal nicht mehr zur Verfügung steht? Dann würde man etwa mit einem solchen Gerät in Europa starten, mit Machtzahl 4 nach Süden fliegen, bis man weit genug im Süden ist, dann nach Osten umschwenken, beschleunigen und in 32 Kilometer Höhe bei einer Machtzahl von 6,8 die Oberstufe in den Orbit entlassen. Die Unterstufe fliegt zurück, die Oberstufe natürlich dann auch irgendwann. Die Unterstufe ist oben und unten überall schwarz. Die fliegt also nicht mit 40 Grad Anstellwinkel, sondern mit einem ganz kleinen. Und deswegen muss sie rundherum strahlungsgekühlt werden. Und das werden wir dann später noch genauer sehen.
Jetzt die Phänomene in dem Flugbereich der Erdatmosphäre. Wir haben hier die Höhe in Kilometern, hier die Geschwindigkeit in Kilometer pro Sekunde. Und Sie sehen jetzt hier zum Beispiel die Concorde, darüber ist die gefährdete Ozonschicht. Dann gibt es hier verschiedene Referenzkonzepte, das ist die Unterstufe von Sänger. Das hier oben ist das National Aerospace Plane. Das ist die Space Shuttle und Hermes Trajektorie. Dieses sind jetzt die roten Punkte, tatsächlich Hyperschallfluggeräte bei den Amerikanern. Hier hat man einen SCRAM, also einen Überschall-Staustrahlantrieb ausprobiert mit Wasserstoff. Hier einen Unterschallantrieb mit einem Kerosin letzten Endes. Das ist hier eine Behauptung der Russen, dass sie mit einer Machtzahl 8 geflogen sind. Die Daten sind widersprüchlich. Ich habe den Punkt dorthin gesetzt. Jetzt gibt es zwei Sachen zu sehen. Einmal, dass das Ganze so auf diesen Kurve angeordnet ist. Und das liegt daran, die Struktur muss ausgelegt werden für einen dynamischen Druck. Und der liegt bei 50 bis 60 Kilopascal. Der dynamische Druck ist einfach hier unten 1/2 mal Dichte mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Die Staustrahltriebwerke, also die Überschallstaustrahltriebwerke, brauchen einen höheren dynamischen Druck. Aber das bedeutet jetzt, wenn ich schneller fliege, muss ich höher fliegen. Die Dichte nimmt mit der Höhe ab, um nicht in einen zu hohen dynamischen Druck reinzulaufen. Deswegen diese Anordnung, diese Kurve. Dann noch etwas. Die Machtzahl, die ISO-Machtzahllinien sind keine geraden Linien. Warum? Die Temperatur in der Atmosphäre nimmt erst ab, nimmt wieder zu, nimmt wieder ab und nimmt dann wieder zu. Deswegen diese krummen Linien. Und das bedeutet auch, wenn ich etwa mit 3 Kilometer pro Sekunde fliege, würde ich in unterschiedlichen Höhen unterschiedliche Machtzahlen haben. Das ist schon wichtig, so etwas genau festzustellen. Dann haben wir hier das eigentliche große Problem des Hyperschallflugs, nämlich die thermischen Lasten. Und zwar hier in Form der Ruhetemperaturen. Das ist also die Temperatur, die man im Staupunkt findet, wenn die Strömung dort abgebremst wird auf Null. Und da sehen wir haben also hier für die Unterstufe 2300 Kelvin und für NASP 3000 bis 5000. Hier, wenn man aus dem Orbit reinkommt, ist man leicht bei 8000, 9000 Kelvin. Es gibt kein Material, mit dem man so etwas machen kann. Und große Fluggeräte jetzt gewissermaßen aktiv zu kühlen, kann man vergessen. Und wir werden aber dazu kommen und sehen, dass so etwas möglich ist und warum das möglich ist. Hier sehen wir jetzt noch etwas. Hier unterhalb dieser Linie steht da, dass dort immer turbulente Strömung zu erwarten ist. Turbulente Strömung in der Grenzschicht. Es gibt die laminare, es gibt die turbulente. In der turbulenten Grenzschicht ist der Reibungswiderstand größer und auch der Wärmetransport. Wo die Strömung turbulent wird, im Hyperschall, ist heute immer noch nicht gelöst. Dazu komme ich später noch kurz. Oberhalb dieser Linie kann man sagen, da ist die Strömung immer laminar. Aber, das wissen wir ja, die hohen Temperaturen machen dort schon ihre großen Probleme. Und die hohen Temperaturen, die schlagen sich auch in den sogenannten Realgaseffekten nieder. Und wir haben hier, das erkläre ich gleich noch genauer, die sogenannte Vibrationsanregung, die einfach Energie aufnimmt. Wir haben dann ein Gebiet, in dem der molekulare Sauerstoff dissoziiert und dann ein Gebiet, in dem der molekulare Stickstoff dissoziiert. Was hier nicht eingetragen ist, dass wir etwa ab hier Ionisation bekommen.
Und zwar erst für den Stickstoff, dann für den Sauerstoff. Das ist für die Strömung, also für die Aerodynamik oder für die Aerothermodynamik, nicht sehr stark von Bedeutung. Das ist ein leichtes Plasma, was sich bildet, aber dieses Plasma verhindert einen Funkkontakt. Wenn also das Space Shuttle Orbiter eintauchte, konnte man keine Funkverbindung von der Erde aufnehmen. Umgekehrt ist natürlich über einen Satelliten von der Lee-Seite ein Link möglich. Das ist also etwas, was ein bisschen am Rande liegt, aber doch zu erwähnen ist. Wir haben hier dann Realgas im chemischen Gleichgewicht, darüber im Nichtgleichgewicht. Die Kontinuumsströmung ist bis ungefähr 100 Kilometer da. Erst dann gibt es Verdünnungseffekte. Nun etwas genauer zu den Realgasphänomenen. Man stellt sich die Luftmoleküle, Stickstoff und Sauerstoff, als Hantelmoleküle vor. Einfach anschaulicherweise. Und diese Hantelmoleküle, die haben dann natürlich drei Bewegungsfreiheitsgrade. Sie können um alle Achsen rotieren. Man betrachtet allerdings die Achse nicht, weil da so wenig Energie reingeht, dass man das vernachlässigen kann. Und dann, ich hatte das ja gesagt, die Vibrationsanregung. Bei höheren Temperaturen fangen diese Atome gegeneinander zu schwingen und das ist die Vibration. Und wenn die Temperatur weiter steigt und die Schwingung stärker wird, dann zerreißt es das Molekül und wir haben zwei Atome. Und wenn es noch weiter geht, dann haben wir die Ionisation. Nun, wir sprechen immer von der Exzitation oder Anregung der Freiheitsgrade, Dissoziation und so weiter, und von der De-Exzitation, also Sie können sagen, von der Abregung dieser Freiheitsgrade. Und solange wir in einem unteren Temperaturbereich sind, können wir das Verhältnis der spezifischen Wärmen, Gamma, in Deutschland sagt man immer Kappa, aber international ist das Gamma, so einfach darstellen. Und hier gebe ich dann nochmal eine Kurve. Hier ist Gamma aufgetragen, die Temperatur. Und Sie sehen, thermisch und kalorisch perfektes Gas, 1,4. Und damit arbeitet die normale Aerodynamik bis in den Überschall hinein. Man muss allerdings aufpassen, so bei 500 Kelvin geht dann schon der Wert runter und erreicht schließlich 1500 Kelvin, bei 1500 Kelvin 1,3. Und jetzt sagt man, oder muss man feststellen, dass diese Vorgänge Zeit benötigen. Man sagt also, die Anregung und die Abregung erfolgt durch Stöße. Das heißt jetzt nicht, dass die Moleküle und Atome so aufeinander knallen, sondern das bedeutet, dass man... Ich knalle hier immer drauf, dass man eine Wechselwirkung hat und dass die irgendwie so aneinander vorbeifliegen. Das kann man genau beschreiben in der statistischen Thermodynamik, aber für uns genügt es einfach von Stößen zu sprechen. Und dann braucht die Translation ungefähr 10 Stöße, die Rotation auch, die Vibration ungefähr 10 hoch 4 und die Dissoziation mehr als 10 hoch 4. Was heißt das? Die ganzen Vorgänge sind zeitabhängig. Sie benötigen Zeit. Und das beschreibt man jetzt mit den Dammköhlerzahlen. Die sogenannte Residenzzeit durch die Reaktionszeit, die erforderlich ist. Und dann gibt es jetzt eine Betrachtung. Die Dammköhlerzahl gegen unendlich heißt Gleichgewichtsströmung. Das heißt, ich habe einen großen Körper, die Strömung geht darüber und alles hat entsprechend der Temperatur genügend Zeit, diese Exzitation oder auch Deexzitation zu vollbringen.
Wenn ich aber jetzt etwa im Windkanal bin und habe so ein kleines Modell und ströme da mit Machtzahl 10 oder 15 rüber, dann hat die Strömung keine Zeit, diese Dinge zu machen, also Vibrationsanregung, beziehungsweise wenn die Vibration angeregt ist und die Dissoziation da ist, ändert sich nichts und dann spricht man von eingefrorener Strömung. Das heißt, die Dammköhlerzahl gegen Null. Und dann gibt es natürlich dazwischen die sogenannte Nicht-Gleichgewichtsströmung. Das Ganze wird aber dann nochmal genauer betrachtet mit der zweiten Dammköhlerzahl. Und die fragt, wie viel Energie ist denn jetzt in diesen Vorgängen drin? Und wenn das ganz wenig ist im Vergleich zur Gesamtenergie, kann man alles vergessen. Gut, wir gehen jetzt hier in ein Beispiel. Wir haben den Hochenthalpiekanal in Göttingen, HEG. Das ist die Hyperschalldüse. Und das wurde hier rechnerisch untersucht, was da drin passiert. Hier ist das Ganze dargestellt, die Düsenkehle, die Lavaldüse und hier die Messstrecke. Die Expansion findet jetzt durch diese Düse statt. Die Geschwindigkeit wird im Wesentlichen durch die Druckdifferenzen bestimmt, aber jetzt wurde hier gesagt, nehmen wir mal an, dass die Strömung im Gleichgewicht dadurch geht und nehmen wir an, dass sie im Nicht-Gleichgewicht durchgeht. Was passiert dann und was bedeutet das? Und da sehen wir jetzt hier, wir haben eine Ruhetemperatur 6000 Kelvin etwa, dass der Sauerstoff vollständig, fast vollständig dissoziiert ist. Wir haben also nur den atomaren. Und wenn wir jetzt rechnen und expandieren durch die Düse, das geht hier entlang, 0 bis 4 Meter, dann sehen wir eingefroren, das wäre dies hier, der atomare Sauerstoff fällt etwas ab, die Konzentration aber nicht viel, der molekulare nimmt etwas zu, aber nicht viel. Und was bedeutet das? Wir sind kalt. Und das heißt eine hohe Machtzahl. Wenn wir aber im Gleichgewicht sind, das heißt in diesem Falle der Sauerstoff, der molekulare, der atomare geht runter, der molekulare hoch, dann ist die Strömung warm und die Machtzahl 6,5. Das heißt, wir haben zwar von der Geschwindigkeit, von den Drücken her, dieselben Zustände, aber wir haben aufgrund dieser beiden Annahmen unterschiedliche Machtzahlen. Und das ist genau das Problem in diesen Kanälen, dass man das genau quantifizieren muss und sagen muss, was da passiert und was da nicht passiert. Hängt natürlich von dem Treibgas ab, das man hat. Wir haben bei Professor Mund, das ist ein ehemaliger Doktorand von mir, einen ähnlichen Kanal bei der Uni BW in Neubiberg. Das ist das Hochenthalpie-Laboratorium München. Können Sie auch besichtigen, ist sehr interessant. Und jetzt kommen wir zur Hermesangst. Ich habe das immer ein bisschen spöttisch so genannt, aber Sie werden verstehen, was dahinter gesteckt hat. Zunächst einmal die Konfiguration von Hermes, und zwar die Startkonfiguration und die vom Space Shuttle. Space Shuttle sitzt hier an dem großen Tank, da sind die beiden Booster und Sie sehen auch ein Doppel-Delta-Flügel, das zweite Delta, um gute Langsamflugeigenschaften zu bekommen für die Landung. Hermes, das ist hier nicht maßstäblich, Hermes sollte oben auf der Ariane 5 sitzen. Und da oben kann man kein Scheunentor gebrauchen. Wenn mal ein kleiner Wind weht, dann ist das sofort kritisch. Das ist ja selbst beim Space Shuttle kritisch, wenn es sehr windig ist. Und Hermes hat eine ganz andere Form und es gab also keine Konfigurationsreferenz.
Die Russen mit ihrem Buran haben sich ziemlich an das Space Shuttle Orbiter gehalten und die waren sich nicht zu schade. Und das ist auch eine gute Ingenieursvorgehensweise, dass man guckt, welche Erfahrungen haben andere Leute gemacht. Denn gerade hier war das ja alles absolutes Neuland. Und beim ersten Wiedereintritt des Orbiters, am 14.04.1981, gab es ein großes Problem. Und wenn dieser Eintritt gescheitert wäre damals, dann würde heute manches im Orbit anders aussehen. Gut, als die Hermes-Geschichte losging, das war so Mitte der 85er Jahre, wusste man nicht, was da passiert ist. Das wusste man auch 15 Jahre später noch nicht, was da passiert ist. Und das war die Diskussion, Europa, USA, überall, die Unknown Unknowns, also die Unbekannten Unbekannten. Das heißt, es gibt Dinge, von denen wir gar nicht wissen, dass sie existieren. Und dann wissen wir auch nicht mal, wie groß oder wie klein sie sind, welche Wirkung sie haben. So, also das Problem war die fehlerhafte Vorhersage des Nickmomentes. Das war also ein Trimproblem beim ersten Wiedereintritt. Anstellwinkel 40 Grad, 73 Kilometer Höhe. Das Fluggerät fliegt in der Längsbewegung instabil. Sie können nicht die Klappe nach oben ausschlagen, um etwa zu trimmen, weil die oben natürlich im Hyperschallschatten des gesamten Fluggerätes liegt. Der Luftangriffspunkt war 30 Zentimeter weiter vorn als vorhergesagt. Bei einer Länge von 33 Metern. Das ist, wie sagt man, Peanuts. Aber dennoch hat das dazu geführt, dass der Ausschlag der Trimklappe doppelt so hoch war wie vorhergesagt. Und das ist hier dargestellt. Wir haben hier den Ausschlag. Ich zeige Ihnen nachher, wo die Klappe sitzt. Und hier die Machtzahl. Man kommt natürlich von rechts dort rein. Durchgezogen ist vorhergesagt, die Kreise sind das Tatsächliche. Man war also noch nicht am mechanischen Anschlag, man war aber am thermischen Anschlag, mehr oder minder. Und das war der Grund für die Hermesangst, weil man nicht gewusst hat, woran liegt das, woher kommt das. Es wurde damals dann stark auf die in Entwicklung begriffenen numerischen Berechnungsverfahren der Aerothermodynamik gesetzt und auf ein Experimentalfluggerät, Maya, um diese Berechnungsverfahren zu überprüfen. Eins ist zu sagen, die Herren Arrington und Jones haben mit den Lessons Learned alles der ersten fünf Flüge, beim zweiten Flug war das ja kein Problem mehr mit dem Trimmen, das ist dann einfach eine Sache, dass man die Masse etwas anders anordnet und dann geht das. Die haben also hervorragend alle Sachen dokumentiert und öffentlich gemacht. Das ist eine sagenhafte Sache damals gewesen, die haben nichts verheimlicht. So, jetzt nochmal zu dem Trimmproblem. Es gab viele, viele Erklärungsansätze. Und dann gab es im Jahr 2001 von meinem Kollegen Dr. Weiland eine Beobachtung. Er hatte also das Phoenix-Modell, das war damals ein Referenzmodell eines Technologieprogramms bei Professor Olivier im Stoßwellenlaboratorium in Aachen. Und er hat ihm gesagt, jetzt mach doch mal verschiedene Gesamtenthalpien, das kann man da machen, und dann gucken wir mal, ob wir einen Einfluss auf das Nickmoment haben. Das hat er gemacht, es gab keinen Einfluss. Nichts passiert. Also war irgendwie die Realgaseffekte, das hatte man schon vermutet, dass da irgendwo das damit zu tun hat, in dem Fall waren die nicht da. Und wir haben das diskutiert und dann kam raus, Phoenix hat kein Bowtailing.
Was ist das Boat-Tailing? Das ist hier, dieses leichte Hochkippen der Unterseite. Hier ist alles platt, aber da geht es so ein bisschen hoch. Das sind 6 Grad, mehr ist das nicht. Und ich habe dann eine kleine Abschätzung gemacht und habe herausgefunden, ja, bis Machtzahl 2,2 spielen Hochtemperatur-Realgaseffekte kaum eine Rolle an der Unterseite. Jetzt sagen Sie, Machtzahl 2,2, wir fliegen doch 24. Natürlich, wir haben den großen Anstellwinkel und dann ist die effektive Machtzahl ganz klein in der Gegend von 2. Und dann haben wir Berechnungen gemacht. Das war Herr Klieche, das war damals ein Doktorand von Professor Mund, der übrigens auch ein Doktorand von mir war. Und mit einer etwas vereinfachten Konfiguration, da sehen wir hier für Machtzahl 10 den Druckbeiwert, hier die Länge bis 33 Meter. Dies hier ist für 40 Grad Anstellwinkel, das für 25 Grad Anstellwinkel. Jetzt haben wir das ohne Boat-Tailing gemacht und dann sehen Sie, die verschiedenen Realgasmodelle oder Annahmen spielen keine Rolle. Bei dem kleinen Winkel sowieso nicht. Wenn wir aber Boat-Tailing reintun, haben wir einen ganz starken Effekt, einen ganz starken Realgaseffekt. Und ich glaube immer noch, das ist jetzt tatsächlich die primäre Ursache gewesen, dieses Boat-Tailing. Und kein Boat-Tailing bei Buran, das konnte ich nicht so genau feststellen, auf keinen Fall bei Hermes. Das heißt, die Hermes-Angst wäre gar nicht nötig gewesen. Aber das haben wir damals nicht gewusst. Es war einfach unbekannt. Die X-37B, dieses militärische Gerät von Boeing, hat auch kein Boat-Tailing. Und noch in diesem Jahr soll der Dream Chaser fliegen, ein geflügeltes Wiedereintrittsgerät. Und das hat auch kein Boat-Tailing. Gut, jetzt kommen wir zu den thermischen Lasten. Bei den Wiedereintrittsfluggeräten ist die Strahlungskühlung nur ein Thema der Strukturmechanik. Als ich damals die Lessons Learned studiert habe, habe ich dann gesehen, ja, Epsilon so und so, Emissionskoeffizient. Ich bin dann durch die Literatur gegangen. Osvatich, Zirep, Becker, Hayes und Probstein, die ganzen Amerikaner, nirgends eine Aussage, dass da Strahlungskühlung gemacht wird. Die Strukturmechanik interessiert sich dann für die Wandtemperatur, das ist das Material des Wärmeschutzsystems und die Eigenschaften, den Wärmefluss, die Eigenschaften und die Dicke des Wärmeschutzsystems. Wärmelasten und Kompressibilitätseffekte dominieren, das Strömungsverhalten ist mehr oder minder sekundär. Aber für luftatmende Fluggeräte und als wir damals anfingen, die Untersuchungen zur Sänger-Unterstufe zu machen, haben wir dann gesehen, da ist ein starker Einfluss der Strahlungskühlung. Und wir haben dann gesagt, ja, das ist die Aerothermodynamik strahlungsgekühlter Oberflächen und wir haben thermische Oberflächeneffekte, etwa bei der Ablösung. Gut, dazu komme ich gleich, aber noch kurz. Der Strahlungskühlungswärmefluss wird einfach beschrieben durch Q-Strahlung, Epsilon, der Emissionskoeffizient, der liegt immer so bei 0,85, Sigma ist eine Konstante und dann die Wandtemperatur hoch 4. Das ist also ein ganz starker Effekt, den wir da haben. Und ich hatte das schon gesagt, wir brauchen eine Oberflächenbeschichtung, schwarz, genauso wie die Antioxidations- und die Antirekombinationsbeschichtung. Was wird nun beeinflusst durch die Strahlungskühlung, gerade bei den Luftatmern? Die Wandtemperatur, der Wärmefluss, der Übergang laminar-turbulent, der Reibungswiderstand, Formwiderstand, Ablöseverhalten, starke Wechselwirkungen. Und dann natürlich Triebwerkseinlauf, Wirksamkeit und die Wirksamkeit von allen Klappen, Trim- und Stabilitätsklappen.
hatte schon gesagt, bei turbulenter Strömung ist der Einfluss stärker als bei laminarer. Das Problem ist die Transitionsvorhersage. Die Amerikaner hatten für ihr National Aerospace Plan eine Studie gemacht. Für Sänger haben wir das leider nicht gemacht. Und die haben herausgefunden, die Unsicherheit in der Lage des Übergangs laminar-turbulent führt zu einer Unsicherheit im Abfluggewicht vom Faktor 2. Damit sind sie tot. Damit können sie nichts machen. Und man kann diese Transition heute immer noch nicht vorhersagen. Das liegt unter anderem auch daran, dass eine Windkanalsimulation strahlungsgekühlter Modelle nicht möglich ist. Kann ich jetzt nicht genauer erläutern. Man kann zwar heiße Modelltechnik machen, aber die richtige Strahlungskühlung, die geht nicht. Und das ist jetzt aber noch mal etwas genauer dargestellt. Das sei also hier eine Wand, eine Oberfläche. Dann haben wir einen Wärmefluss im Gas an der Wand. Dazu kommt jetzt etwa bei sehr hohen Geschwindigkeiten Strahlungswärme. Das ist aber nur bei Apollo der Fall. Und dann noch ein Anteil, der jetzt von nicht konvexen, also von anderen Flächen, die da hingucken, kommt. Und der Strahlungswärmefluss ist hier und die Differenz ist dann Q-Wand, was wirklich in die Wand reingeht. Und Sie werden es nicht glauben, es gibt heute immer noch wieder Veröffentlichungen, wo die Leute die Q-Gaswand nicht unterscheiden von Q-Wand. Wenn die in den Anderson reinschauen, der hat ein Hyperschallbuch geschrieben, dann diskutiert er das nicht richtig. Gut. Unter ungefähr 8 Kilometer pro Sekunde reicht Strahlungskühlung aus. Beim Wiedereintritt ist das dann so, geflügelt oder ungeflügelt, wir haben ein Wärmeschutzsystem und die Wärmefront, also Q-Wand, die da durchgeht, darf nicht die kalte Primärstruktur aus Leichtmetall erreichen. Man muss vorher gelandet sein. Warum eine kalte Primärstruktur? Man muss das Ganze ja hochschaffen und deswegen Kalt- und Leichtmetall. Bei Buran hat es offensichtlich, also bei dem Russen, ein Problem gegeben, dass da doch Wärme in die Kaltstruktur reingegangen ist und das Ding so verzogen hat, dass man es nicht nochmal fliegen konnte. Wenn man schneller fliegt, Apollo zum Beispiel, dann braucht man entweder Ablationskühlung oder Effusionskühlung, also eine aktive Kühlung an der Oberfläche. In unserem Bereich ist das also nicht nötig. Jetzt haben wir hier ein Berechnungsbeispiel. Ein Messpunkt hier, der nicht im Staupunkt liegt. Hier haben wir die Wandtemperatur aufgetragen, hier die Machtzahl. Wir kommen ja von hier nach dort. Zur Machtzahl gehört immer eine Höhe. Das ist wichtig wegen der Grenzschicht und der Reynolds-Zahl. Und wenn wir jetzt ohne Strahlungskühlung fliegen, dann haben wir diese Temperaturen. Das heißt, wir sind bei Machtzahl 20 bei ungefähr 6000 Kelvin. Material geht bis maximal 2000 Kelvin. Im Staupunkt sind wir bei 2000 Kelvin und mehr. Und jetzt schalten wir die Strahlungskühlung ein und dann sind wir bei 9900 Kelvin. Sie sehen, das ist ungeheuer effektiv, was man mit dieser Strahlungskühlung macht. Und eben nicht nur für die Strukturmechanik, sondern eben auch für die Strömung, für die Aerothermodynamik. Wir dürfen uns aber nichts vormachen. Am Rande der Reibungsschicht, da herrscht immer noch 6000 Kelvin. Da ist die Strömung voll dissoziiert, sowohl Stickstoff als auch Sauerstoff. Das heißt, das ist nicht weg. Aber in der Grenzschicht und an der Wand sind wir runter auf 2000 Kelvin. Hier jetzt ein Beispiel. Der Vorkörper der Sänger-Unterstufe. Von dort bis dort, das sind 55 Meter. Machtzahl 6,8, Höhe 33 Kilometer. Wir haben hier die Temperatur
und hier diese Länge normiert von 0 bis 1 und haben einfach gerechnet und haben dann gesagt, okay, wir nehmen einfach Idealgas, adiabate Wand, da ist kaum ein Unterschied zwischen laminarer und turbulenter Strömung. Wir liegen im Staupunkt bei 2300 Kelvin und ansonsten bei 2200. Jetzt nehmen wir Realgas, fällt etwas ab, das ist klar. Wir haben Vibrationsanregung zumindest und das nimmt natürlich Energie raus. Und dann schalten wir die Strahlungskühlung an. Und dann sehen wir, wir kommen hier unten hin. Und das ist dramatisch. Wir liegen hier bei 500 Kelvin auf der Unterseite. Die Oberseite ist gestrichelt. Das erkläre ich nicht, warum das jetzt etwas unterschiedlich ist. Hier unten, das ist der Windkanal. Und hier haben wir jetzt willkürlich Transition gemacht, laminar turbulent. Und dann sehen wir, die Temperatur springt um etwa 500 Kelvin nach oben. Das hat aber immer noch geheißen, dass wir hier mit einer heißen Primärstruktur aus Titan arbeiten können. Das Problem natürlich mit den Kryotanks ist davon erstmal unberührt, aber eine heiße Primärstruktur nur an der Nase, hatte ich ja eingangs gesagt, da musste Keramik hin oder sogar eine aktive Kühlung. Ja, der Einfluss auf die Wandschubspannung ist hier dargestellt, das will ich aber nicht weiter diskutieren jetzt, damit ich in der Zeit bleibe. Und wir kommen jetzt zu einigen konfigurativen Aspekten von Hyperschall-Luftatmern. Und als erstes stellen wir fest, das Cayley-Entwurfsparadigma mit zunehmender Machtzahl an Gültigkeit verliert. Cayley war ein englischer Pionier, 50 Jahre ungefähr vor Lilienthal. Bei uns kennt man immer nur den Lilienthal, aber der Cayley, der hat ganz wichtige Sachen gemacht. Und er hat also gesagt, unter anderem, wenn man so ein Fluggerät macht, dann hat man Subsysteme und die haben ihre Funktion. Also der Flügel ist dafür den Auftrieb. Motor und Propeller ist dafür den Vortrieb. Das Leitwerk hinten für die Richtungsstabilität, die Trimmung. Und man soll also die Subsysteme nach Möglichkeit linear koppeln, nur linear, dann kann man jedes für sich optimieren und optimiert das gesamte Fluggerät. So etwas gilt übrigens für jedes technische Gerät, dass man so etwas macht. Und wir sehen das jetzt hier, Flügel, Triebwerke, Unterschall, schön entkoppelt, Machtzahl 0,85, Transschall, auch entkoppelt, aber im Hochauftriebsfall, also etwa bei der Landung, beim Landeanflug, haben wir das Problem, dass wir heutzutage Hoch-Bypass-Triebwerke haben mit einem riesigen Durchmesser. Und wenn wir jetzt in der Landekonfiguration sind des Flügels, also hinten eine Klappe ausgeschlagen, vorne Sled ausgeschlagen, dann haben wir lokal eine starke Interaktion. Aber grundsätzlich ist das noch weitgehend entkoppelt. Beim Eurofighter sitzt der Einlauf unter dem Rumpf. Auch da sind wir schon so ein bisschen stärker gekoppelt. Und jetzt gehen wir zu diesen dreien. Erstmal sehen wir, dass die Fluggeräte mit zunehmender Machtzahl immer schlanker werden. Ist klar. Das sind Luftatmer und wir müssen den Wellenwiderstand klein halten. Das heißt, die Geräte müssen schlank sein. Hier gucken wir von unten auf die Fluggeräte und dann sehen wir jetzt, hier ist das noch nicht interessant, aber hier die Düse, der Einlauf, hier die Düse, der Einlauf und da ist es ganz evident, die Unterseite ist jetzt gleichzeitig Auftriebs- und Vortriebssystem.
Das heißt, Calyx in Wurfsparadigma gilt dann nicht mehr, weil es gleichzeitig ist. Und hier ist die Unterseite dargestellt, der Einlauf, die Düse. Die Düse ist nochmal hier dargestellt, die Expansionsdüse. Das kann natürlich keine Kegeldüse sein, wie bei einer Rakete, denn das Fluggerät muss ja rotieren zum Start und kommt auch mit Anstellwinkel zur Landung rein. Man kann natürlich das Fahrwerk sehr hoch machen, aber das kostet Gewicht. Deswegen hat man diese sogenannte, auf Deutsch, Single Expansion Ramp Nozzle, mit der sich gut leben lässt. Da ist aber der Schubvektor abhängig von der Machtzahl. Und es gibt dann ein ganz kompliziertes Kräftepolygon, das ich aber jetzt nicht weiter diskutieren möchte. Diese Darstellung, wir hatten damals bei MBB einen richtig berühmten Illustrator, der wunderbare Bilder gemacht hat. Und hier, das ist ein Ausschnitt, haben wir das Bild, wie die Düse geputzt wird, auf dem Franz Josef Strauß Flugplatz in München. Ich hatte gesagt, das Fluggerät muss schlank sein. Nun haben wir die Triebwerke und die Triebwerkseinläufe. Die Triebwerke müssen genügend Luft, also damit Sauerstoff bekommen, und das legt den Fangquerschnitt des Einlaufes fest. Das ist hier gezeigt, da gibt es also 5 einzelne Triebwerke. Und der Fangquerschnitt, kann man den irgendwie beeinflussen? Und das kann man. Und das geht ganz einfach, das ist hier schematisch dargestellt, eine ebene Platte, die von links angeströmt wird mit Überschallgeschwindigkeit. Dann gibt es hier einen Verdichtungsstoß, der hängt von dem Anstellwinkel ab. Und dann sehen wir hier, dass diese Stromröhre über diesen Verdichtungsstoß zusammengequetscht wird. Da haben wir dann eine höhere Dichte natürlich, weil ja der Massenfluss derselbe ist. Und das ist ein super Effekt. Bei Sänger mit einem effektiven Anstellwinkel der Unterseite von 9,4 Grad hat sich der Anstellwinkel halbiert, der Fangquerschnitt halbiert. Und damit kriegt man das schlanke Fluggerät hin. Aber man handelt sich ein Problem ein. Und das ist die Anstellwinkelempfindlichkeit des Nettoschubes. Das hat der Herr Schaber damals bei MTU untersucht. Und wir haben jetzt hier den nominellen Nettoschub über den nominellen Anstellwinkel der Unterseite. Wenn wir den jetzt um 1 Grad verkleinern, ist bei Machtzahl 6,8 8% des Nettoschubes weg. Bei 2 Grad sind es 15% des Nettoschubes. Und das ist fantastisch. Wir haben ja Wind in der Atmosphäre. Wir haben einen elastischen Vorkörper, 55 Meter lang, der außerdem noch heiß ist. Und jetzt frage ich Sie, gab es damals die Möglichkeit, so etwas zu beherrschen? Nein. Wir sind zu IRBG gegangen in Ottobrunn und haben gesagt, ja, wir müssen die statischen und die dynamischen aeroelastischen Eigenschaften messen. Das Gerät ist 82 Meter lang. Die Temperatur des Gerätes ist 1000 Kelvin. Da haben sie gesagt, ja, da brauchen wir ein extra Kraftwerk, um die Energie zu haben. Und die statischen Tests, die können wir dann machen. Aber die dynamischen können Sie vergessen. Das geht nicht. Ja, was machen wir da? Wir haben damals das Technologieentwicklungs- und Verifikationskonzept entwickelt. Das war meine Aufgabe, mit allen beteiligten technischen Disziplinen das durchgekaut und überlegt und so weiter. Und sind dann eben zu einer Strategie gekommen, die sich ganz stark auf
numerische Berechnungsverfahren stützt, auch auf Experimentalfluggeräte. Wir hatten dasselbe Problem für das 35 Meter lange Antriebssystem. Also Einlauf, innere Verdichtung, Triebwerk, Düse. Und das hat dann letzten Endes zu diesem Konzept des virtuellen Produktes geführt, das seit einigen Jahren auch ein Leitkonzept des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ist. Damals, Dr. Kölle, der war sehr optimistisch und sagte, ja, wir können das System in 10 Jahren in die Luft kriegen. Und ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich nicht zu machen, da braucht man wahrscheinlich länger. Die Technologieschritte sind riesig und die Probleme, die aeroelastischen Probleme, die sind entsetzlich groß und die Empfindlichkeit ist ebenfalls sehr groß. Gut, jetzt kommen wir schon fast zum Schluss. Angeblich habe ich noch 20 Minuten Zeit, aber na gut. Also, der Traum der Strategen ist die Trajektorienmodulation. Und man kann mit einigen Überlegungen sagen, dass eine Trajektorienmodulation möglich ist, wenn man genügend Auftrieb zu Widerstand hat. Also die aerodynamische Güte des Fluggerätes hinreichend groß ist. Bei der Singer-Unterstufe waren wir bei 6 Auftrieb zu Widerstand. Für die Machtzahl 7 beim Space Shuttle 40 Grad Einstellwinkel 1 bei der Machtzahl 24, bei der Apollo-Kapsel 0,3, bei der Soyuz-Kapsel 0,26. Das hat nicht davon abgehalten, dass bei der Landung manchmal große Abweichungen vom Zielort da waren. Der Airbus hat 15, 16, ein Hochleistungs-Segelflugzeug Mach 50 haben. Gut, wo liegt jetzt der Traum, das Problem der Strategen? Der Gefechtskampf einer Interkontinentalrakete hat praktisch keine aerodynamische Güte. Da ist keine Trajektorienmodulation möglich. Vielleicht in kleinem Maße, weiß ich nicht. Das Gerät kommt mit 8 Kilometer pro Sekunde am Ziel an und ist seit vielen Jahren abfangbar. Warum? Wenn so ein Gerät gestartet wird, kann man relativ schnell aus einigen Messpunkten der Trajektorienelemente die Wurfparabel berechnen. Mit dem Einfluss der Atmosphäre natürlich. Das geht also. Und die Strategen haben dann gesagt, ja, wenn man unsere schönen Gefechtsköpfe abfangen kann, dann nützt das ja gar nichts. Was machen wir da? Und dann, und das ist wirklich seit vielen Jahren intensiv verfolgt worden, das Boost-Light-Vehikel und die Hyperschalldrohne. Und die haben eine große Trajektorienmodulation potenziell und damit kann man das Abfangen verhindern. Boost-Gleitvehikel sind Gleiter, also vielleicht 15, 15 Meter lang, die man mit einer Rakete in die hohe Atmosphäre schießt und sie dann loslässt. Und dann fliegen sie wie ein Segelflugzeug durch die Gegend, autonom wahrscheinlich. Warum? Ich hatte ja gesagt, wir kriegen ein leichtes Plasma. Deswegen kann man die von unten auf keinen Fall irgendwie beeinflussen und über einen Satelliten auch nicht, weil die mit einem kleinen Anstellwinkel fliegen, wie jedes luftatmende Fluggerät. Die Russen behaupten, sie hätten Machtzahl 27 damit erreicht. Der Urahne ist der Silbervogel
von Herrn Sänger und Frau Sänger-Brett. Die hatten damals einen Antipodenbomber machen wollen, Länge 28 Meter, maximale Geschwindigkeit 6,1 Kilometer pro Sekunde, Start mit einer Rakete, und damit wollten sie dann New York bombardieren. Na gut. Er hat das Silbervogel genannt. Offensichtlich wusste er nicht, dass das Ding schwarz sein musste. Dann hätte er das nämlich Rabenvogel nennen müssen. Also die Kenntnisse, die wir dann lange danach hatten, hatte man damals noch nicht gehabt. Im Jahr 213 bekam man erste Nachrichten aus den USA und aus China zu diesen Boost-Gleitvehikeln. Die Amerikaner haben die Entwicklung dann aber irgendwie schleifen lassen. Die Chinesen haben weitergemacht, die Russen haben weitergemacht. Und als militärisches Thema ist das auch in Europa unterwegs. Die Amerikaner hatten in den 50er Jahren die X-20, haben sie aber irgendwann auch eingestellt. Das andere sind die Überschall-Staustahltriebwerke. Und die machen Hyperschalldrohnen mit Machtzahlen 6 bis 12 möglich. Überschalldrohnen beim Militär hat es immer gegeben. Also wir haben hier eine militärische Entwicklung auf dem Hyperschallgebiet, die ich nicht sehr schön finde. Aber nun gut. Jetzt hier ein Bild, das war voriges Jahr an der SZ. Und die haben mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Sehen hier die Erde, der Rand der Atmosphäre, Trajektorie der Raumstation. Und hier ist das jetzt dargestellt. Der Gefechtskopf einer Interkontinentalrakete fliegt hier zum Ziel und ist abfangbar. Das Boost-Gleitvehikel und die Hyperschalldrohne kann jetzt Trajektorienmodulation machen, kann täuschen und überraschend dann am Ziel ankommen. Eine rein militärische Angelegenheit. Ja, damit komme ich zum Schluss. Der Wiedereintritt aus dem niedrigen Erdorbit erfolgt heute mit Kapseln, zunehmend von privaten Betreibern. Das funktioniert sehr gut. Man hat dieses Zielabweichungsproblem, aber man hat das soweit ganz gut in der Hand. Geflügelter Wiedereintritt gibt es nur eben mit dieser Boeing X-37B. Und dieses Jahr sollte noch der Dream Chaser von Sierra Nevada Corporation zum Fliegen kommen. Was jetzt Raumtransportprogramme oder Projekte, also Technologieprogramme und Projekte gibt, da bin ich nicht sehr gut orientiert, aber es gibt viele Start-ups, in Deutschland zum Beispiel Polaris Space Planes, die richtig ins Geschäft kommen mit der ESA und auch mit dem Militär. Mit Aurora wollen sie ein raketengetriebenes, horizontales Startgerät machen. Natürlich die Boost-Gleitvehikel und die Hyperschall-Drohnen, die sind nach wie vor da. Umweltaspekte spielen immer größer eine Rolle. Wiederverwendbarkeit, Treibstoffe. Bei diesem Nachfolgeprojekt der ESA von dem deutschen Hyperschalltechnologieprogramm, FESTIP, erinnere mich, der Herr von der ESA, Herr Pfeffer, der wurde immer ganz wepsig, wenn man von grünen Raketen, grünen Treibstoff gesprochen hat. Das wollte er damals nicht hören, aber heute ist das einfach ein Thema, um das man nicht herumkommt. Luftatmender Hyperschallflug, ich weiß nicht, was da los ist, aber als Unterstufe zweistufiger Startgeräte oder bei einstufigen Geräten
Auf jeden Fall Kostensenkung, bessere Umweltverträglichkeit. Hyperschallverkehrsflugzeug wird immer wieder diskutiert. Ich glaube da nicht dran, denn man kann wegen des normalen Passagiers nicht so stark beschleunigen wie etwa in einem Militärflugzeug oder bei einer Kapselstart. Das gilt auch für die Verzögerung. Also ich glaube da nicht dran. Trotzdem wäre das alles ein großer Technologietreiber, aber Projekte weiß ich nicht. Ich persönlich bin immer noch der Ansicht, so etwas wie das Sänger-Konzept mit diesem geostrategischen Hintergrund, dass das ein wunderbares europäisches Leitkonzept für die ESA wäre, so etwas anzustoßen, so etwas zu entwickeln. Das wäre natürlich ein langer Zeithorizont, 10 bis 20 Jahre, ganz grob. Aber ob so etwas kommt, weiß ich nicht. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Professor. Ein Ritt durch den Hyperschall. Die gute Nachricht, es gibt keine Lernzielkontrolle, aber Sie haben die Möglichkeit, jetzt Ihre Fragen anzubringen. Gibt es Fragen, Herr Hübner? Ein Mikro kommt. Dankeschön. Die Frage 1 ist, was war das Torschlag-Projekt für Hermes? Hermes wurde ja irgendwann gestoppt. Ja. Was war das Torschlag-Argument? Also, es war ja das Challenger-Unglück der Amerikaner. Und das hat dazu geführt, was man erst nicht wollte, dass man meinte, dass man ein Crew Escape Module haben muss. Das hat dann die Masse hochgetrieben. Und das war eines der Hauptprobleme. Das andere war natürlich, was ich Hermesangst genannt habe, dass man sich nicht drüber im Klaren war, was der Grund war für diese Sache. Und damals wurde ja von Ihnen und Dassault vorgeschlagen, Maya zu machen, ein Experimentalfluggerät. Aber Sie kennen ja die Diskussion. Letzten Endes ist das Geld ausgegangen. Ja gut, also ich habe noch eine andere, sagen wir, Argumentation, weil ich selbst involviert war in diesem ganzen Thema, in die ganze Thematik. Der Hermes hatte einen ganz hohen Kanaleffekt. Und den haben die Franzosen nicht in den Griff gekriegt. Ja? Und das war technisch auch mit ein Grund, dass man sagt, Schluss damit. Das ging ja ganz kleinlaut. Auf einmal war er nicht mehr da. Ja? Aber die Franzosen wollten nie zugeben, dass der Kanal praktisch mit ein ganz großes technisches Problem war. Ja. Ja? Da sind wir uns einig. Ja. Gut. Ich habe eine zweite Frage. Bei dem Sänger-Konzept. Wir wussten ja alle, dass das irgendwie nicht weitergeht. Ich hatte damals die Gelegenheit, den russischen Buran zu sehen. Und man hat uns damals die Türen geöffnet. Man konnte, also praktisch das ganze Projekt und Vogel konnte man von innen außen besichtigen. Dann hat man mir ein Stück Material in die Hand gedrückt, leicht, so leicht wie Styropor. Und dieses Material waren die Schindeln für diesen Buran. Ja. Die Amerikaner hatten hier die Keramikschindeln, ja, und die machten das mit diesem Material. Unvorstellbar. Ich habe ein paar Materialien mitgebracht, aber man hat bei uns nur noch gelacht, das gibt es nicht. Aber die sind geflogen, einmal, zumindest ja. Einmal. Ja. Da hat niemand mehr nachgegriffen. Ja. 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 Das wollte ich. Dazu übrigens, dieses Material,
hat eben diese Beschichtung. Und dann ist der Buran mal auf dem Rücken einer Antonov nach Le Bourget geflogen zu einer Ausstellung, ist durch eine Regenwolke durchgeflogen und da war die Beschichtung abgewaschen. Also die Russen, das muss man wirklich sagen, sind hervorragende Ingenieure. Und ich hatte das ja gesagt, in der Konfiguration haben sie genau hingeguckt, was die Amerikaner gemacht haben. Und das ist absolut okay. Und da soll man nicht sagen, oh, die haben abgekupfert, sondern das war super. Aber Buran ist nur einmal geflogen. Und wir hatten ja damals viel Kontakte gehabt mit den Russen und immer wieder nachgefragt, warum ist das so? Und ich habe dann mal so rausgehört, dass sie tatsächlich irgendwo zu viel Wärme in ihre Primärstruktur reingekriegt haben und das Ding damit verzogen war und nicht nochmal fliegen konnte. Ist übrigens autonom geflogen, ohne Piloten. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Vielen Dank, Herr Professor, für Ihre wunderbare Vorlesung. Vieles in Ihrem Vortrag war für mich Neuland, hochinteressant. Meine Frage, vor vielen Jahrzehnten habe ich mal gelernt, dass der Unterschied zwischen Troposphäre und Stratosphäre die Tatsache ist, dass in der Stratosphäre keine Wettererscheinungen auftreten. Wo entstehen dann, so wie Sie in Ihrem Vortrag gesagt haben, die erheblichen Kursabweichungen, die so eine Wiedereintrittskapsel erfährt in der Landephase? Also, es sind zwei Effekte. Die Dichte, die nicht genau genug bekannt ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor natürlich auf jeder Trajektorie, gerade bei einer solchen Abbremstrajektorie, weil dadurch dann der Widerstand beeinflusst wird. Und die Aussage mit Winden da oben, da muss ich sagen, die habe ich einfach so übernommen, wie ich sie von verschiedenen Leuten bekommen habe. Wie groß und wie stark die sind, ich weiß es nicht, aber damals hieß es dann immer, dass man weniger bei den Kapseln, aber bei dem Space Shuttle Orbiter mit diesen beiden Effekten zu rechnen hat. Also ich kann Ihnen die Frage nur zur Hälfte beantworten. Die ungenaue Dichte, das ist heute noch der Fall. Dankeschön. Noch jemand? Da vorne. Herr Brunel. Ja, Sie erwähnen hier die Aurora vor etwa 15, 20 Jahren. Gab es Gerüchte und immer wieder Meldungen, dass die Amerikaner ein Hyperschallflugzeug hätten, das vom Boden aus startet und halb transatlantisch fliegt und so und wieder zurückgeht. Es wurde behauptet auch von Messungen, Akustik der Stoßwellen und so am Boden. Man hat niemals mehr mal was gehört. Ist da irgendetwas Reelles dahinter gewesen? Gut, kann ich jetzt weiter nicht kommentieren, aber... Ja. Gibt es weitere Fragen oder Fragen aus dem Chat? Keine Fragen aus dem Chat. Gibt es hier noch eine letzte? Wenn dem nicht so ist, möchte ich zwei Ankündigungen machen. Zum einen findet nächste Woche hier im Rahmen Wissenschaft für Jedermann ein Vortrag, der Klimaschutz und das 2-Grad-Ziel, der Versuch eines ganzheitlichen Blickes statt. Die zweite Ansage ist, nach dieser Lecture heute, der Willy Messerschmidt Lecture 2021, findet noch ein Stammtisch im Wirtshaus in der Au statt. Das ist arrangiert über das neue
Bord, den neuen Vorsitz der Royal Aeronautical Society Munich Branch. Ich bin hier nur noch stellvertretend heute hier. Herr Professor Dr. Mendler sollte das übernehmen und konnte kurzfristig dies nicht machen, aber die Kollegen aus dem neuen Board sind hier und freuen sich, wenn sie mit Ihnen zusammen noch zusammensitzen dürfen. 2021, Herr Professor, Messerschmitt Lecture. Unsere Branche ist 1991 gegründet worden, das heißt, Sie sind ja auch Mitglied, 30 Jahre Munich Branch. Leider in diesen Zeiten ist es mit Feiern etwas kurz, aber um Ihnen den Mund etwas anzufeuchten, habe ich Ihnen was mitgebracht. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank für den Vortrag, für Ihre Verfügbarkeit. Es war uns eine Freude, es war mir die Freude, dass Sie das noch machen wollten und konnten. Und wie gesagt, die Verbindung hier Messerschmitt und auch Professor Madelung, er ist einer derjenigen, die das mit aufgenommen, angestoßen, umgesetzt haben. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Fragen, für Ihr Interesse und vielleicht sehen wir uns ja im Anschluss noch beim Stammtisch. Schönen Abend. Dankeschön. Das war übrigens mein vierter Vortrag bei der